Grüß dich, mein Lieber. Hallo, Herr Stadtwappenvorsteher. Wie geht's? Ich freue mich mal, dieses schöne Haus zu besichtigen, ja, schade, und mehr darüber zu erfahren. Schade, dass gerade die Sonne nicht scheint. Nee, da haben wir ein bisschen Pech. Schöner aussehen. Ja, gut. Aber ja, drin ist auch schön. Also bitte. Dankeschön. Liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, ich freue mich, meine Reihe fortsetzen zu können. Und zwar die Reihe interessante Menschen in interessanten Häusern. Und heute, das darf ich schon mal versprechen, haben wir ein sehr interessantes Gebäude hier in Rüsselsheim. Und wir haben es mit einem sehr interessanten Menschen zu tun, beziehungsweise mit einer Familie, die eng mit Rüsselsheim verbunden ist. Und deshalb freue ich mich ganz herzlich, Roland, dass wir zwei, Roland Höll, hier uns jetzt mal ein bisschen unterhalten dürfen. Und wir steigen auch direkt ein und wir beginnen mal mit dem interessanten Gebäude, in dem wir gerade sind. Ja? Wir sind ja in einer barocken Hofreite. Und das ist ein Gebäude, wer das kennt, wer das sieht, merkt sofort, das gibt es nicht oft in Rüsselsheim, nämlich genau gar nicht nochmal in diesem Stil. Und das ist sehr interessant. Es hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, das Haus. Und es hat was mit Wohnungsnot zu tun. Das darf ich auch schon mal verraten, bitte nicht so ganz ernst zu nehmen. Aber das kannst du uns jetzt mal erklären. Roland, was ist das hier für ein interessantes Gebäude? Ja, barocke Hofreite nennt sich das. Und zwar deshalb, weil es ja nicht nur diese sogenannte Villa ist, sondern außenrum haben wir ja noch auf der linken Seite, auf der rechten Seite, da wo wir heute wohnen, ist Gesindehaus früher. Aber Gesinde hast du keins mehr, oder? Ja, wir haben es ein bisschen restrukturiert. Also ja, 1930 ist es etwa gebaut worden da drüben. Da haben die Arbeiter gewohnt, ja, von der Familie, die hier eben tätig war. Und auf der anderen Seite, wo jetzt die Garagen sind, das waren auch schon Garagen. Also ich will ja nochmal sagen, diese Hofweide heißt Gesindehaus, Stallungen, Garagen und hier diese Villa. Wir haben ja, wenig Dokumente gefunden, aber doch die wesentlichen haben wir da. Ich habe es ja mal mitgebracht. Einen Kaufbrief, der dokumentiert, Kamera halten, das ja, ist ja ganz toll, das macht wie dieses sehr Objekt sozusagen mal entstanden ist und am Schluss verkauft wurde. Entstanden ist das Haus 1782. Das ist ja schon mal das da ist her, eines ne? der ältesten Häuser in Rüsselsheim. Und wenn man die alten Karten sieht oder Bilder oder damals Skizzen, ist dieses Haus schon immer zu sehen. Okay. Und nebenan zum Beispiel unser Gasthof, diese alte Teil vom Gasthof, das war da noch gar nicht. Also insofern ist das ja 1782, also weit über 340 Jahre alt. Und dieser Kaufbrief hier, der zeigt auf 1877, ja, wo die Familie Grass, insofern heißt also dieses Haus hier für die Rüsselsheimer das Grassische Haus. Ah ja. Mhm. Und interessant ist, kommen so viele Leute hierher an den Zaun und sagen, hier war ich auch schon mal als Kind, hab gespielt. Mhm. Ja, weil, sagen wir mal ganz früher, 1900, gab es ja noch diese Mainpforte. Ja, ja. Und da war der Durchgang für die Rüsselsheimer aus dem alten Rüsselsheim zum Main, der war immer durch dieses Tor, neben, hier neben dem Haus. Ja, und dann ja, war ja der Damm. Und diese Mainpforte gab es nicht, weil der Main noch nicht so kanalisiert war. Ja. Also 1800. Ne? Und dadurch musste diese, der Damm durchgängig sein. Mhm. Ja, aber nochmal zurück zu dem Haus. Das ist atypisch. Nicht? Also was links und rechts steht, sind Bauernhäuser einfachster Art. Das war schon immer, ich sag mal, der Begriff einer Villa. Und man, so ist das aus dem Kaufbrief zu sehen, war das ein Hauptmann, ein deutscher Hauptmann, der wohl in Frankreich war, ah ja, 1800 so etwa, ne? Und hat von da diese, den Plan mitgebracht, wie man so ein Haus baut. Weil dieses Haus hat diesen französischen Stil, und zwar einmal, was die Symmetrie der Fenster betrifft, ne? Es ist immer Fenster, Fenster, Fenster. Man konnte gar keinen Schrank stellen, weil es gar keine Flächen gab, ja. Und auch diese Treppe hier ist auch interessant, die ist mitten in den Raum hineingebaut und da oben ist quasi, geht sie durch ein Fenster.
Ne? Also passt gar nicht so richtig. Ja, und unten ist es massiv gebaut, mit richtig dicken Wänden, kann man hier sehen, so 60 cm. Alles aus diesem Kalkstein hier von unseren Nachbarn Flörsheim, aus der Kalkgrube. Und im ersten Stock ist Fachwerk. Ja. Lokale Baustoffe, würde man heute sagen. Heute würde man sagen, die sind dann alle mit dem Ochsenfuhrwerk, die sind ja relativ schwer und stabil hierher gefahren worden. Ja, aber was die besondere Form des Hauses, also einmal war es dieses französische Stil mit der Symmetrie der Fenster und das andere ist die Dachform. Ja, die Dachform ist vom Mansard. Mansard war ja der Architekt, der in Paris die Häuser gebaut hat. Insofern kommen wir jetzt zu dem Thema Wohnungsnot. Ja. Damals hatte man Wohnungsnot in Paris und dann hat man diese Dächer anders gebaut, damit man diese Spitzdächer eben zu diesen Mansarden umgebaut hat. Und Mansard ist ja quasi ein Begriff für einfache, billiges Wohnen, ne, weil das damals so war. Aber man hatte den Vorteil, dass man gerade Wände hatte. Und insofern ist das sehr schön. Wir haben den Vorteil auch hier, dass wir da oben die Dachwohnung als ganz normale Wohnung haben. Mhm. Nochmal eins zu der Familie. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, die hat hier noch lange eine Rolle gespielt. Ja, wir haben das 1990 von der Familie Grass gekauft. Ah, ja. Das Haus war dann sehr runtergekommen. Und zwar muss man sich das so vorstellen, in den 60er, 70er Jahren, wo die unsere ganzen Freunde aus dem Süden kamen, uns zu helfen, Autos zu bauen, die haben ja alle so Privatwohnungen gehabt. Ne? Ja. Und das Haus hat ja quasi wenig Infrastruktur gehabt. Hier unten in den Eingangsnischen waren die zwei Toiletten, ganz klein, ja. Und insofern waren sie nicht auf dem Hof, schon in dem Vorbau. Aber es gab keine Heizung, in dem Sinn, wie man es heute kennt. Sage ich gleich noch was dazu. Und dann hat man dieses Haus, was ja sehr großzügig gebaut wurde von den Räumlichkeiten oben drüber, quasi gibt es zwei Räume in dem großen Haus, ja, also große Räume, die hat man alle unterteilt mit Bimswänden, also mit Steinen. Und durch dieses Gewicht von den Steinen, weil das ja ein Holzdeck ist, hat sich dieses Haus komplett durchgebogen. Okay. Und dazu kam noch, dass man am Dach nichts gemacht hat, ist das Wasser reingefahren, gelaufen, die Holzbalken waren morsch. Also Deutschland ist ein bisschen runtergekommen. Sehr runtergekommen. Ja. Und hier haben wir dann ein Korsett eingebaut, hier ein Stahlkorsett, wo das ganze Haus zusammengezogen wurde. Und damals der Zimmermann hier aus der Frankfurter Straße, wie heißt der mal schnell, der hat das hier quasi mit fachmännischen Geschenk gemacht. Indem wir mit Verspanntechnik und so mit Holzschrauben eine Decke oben drüber gezogen haben und haben die Decke nach oben gezogen. Also ganz tolle Handwerksarbeit, um dieses Haus zu retten. Insofern ist alles neu gemacht, das war total entkernt. Wir haben hier Doppelfußboden drin, weil wir ja ein IT-Unternehmen sind und haben das alles so hergerichtet, damit wir auch damit Netzwerk mit allem arbeiten. Mhm. Insofern sieht das heute wirklich schön aus. Das kann man sagen. Das war ganz anders. Ja. Und die Mieter, die hier drin gewohnt haben, als wir es 1990 genommen haben, das waren zwei griechische Familien, die hatten 5 Lagen Teppichboden auf dem Boden, weil hier alles feucht war. Es gab ja keinen Boden. Es waren ja die Holzdielen, ganz normale Holzdielen, haben auf dem Sand gelegen. Okay. Und zwar deshalb, weil ja dieses Haus, als gebaut wurde, war immer Hochwasser. Ja? Mhm. Und wenn dann draußen ein Schiff fuhr, auch 1990 noch in den letzten Jahren, als es die Frachter gab mit den Langhubmotoren, die haben hier ganz andere Frequenzen gehabt, da hat hier alles vibriert. Okay. So hat sich das quasi der Motor über die Wasser, über die Erde hinweg die Wellen gezogen. Also heute ist das nicht mehr, weil die Motoren anders sind. Ja. Also so war das und das haben wir komplett entkernt. Wie gesagt, wir haben auch 5 Lagen Teppichboden gelegt. Und da, wo der Herr Weidner, unser Regiemann, sitzt, da war früher ein Riesenkamin, da konnte man hochkrabbeln. Mhm. Ja? Ja. Und da waren überall so Kohleöfen und so haben die da gemacht. Du hast mir erzählt, leider, also wir haben dieses schöne Dokument, was du uns gezeigt hast, aber ansonsten gibt es wenig Dokumente, die sind leider verloren gegangen. Ja, es ist ja relativ viel durch diesen Brandmacht im Krieg, im Stadtarchiv kaputt gegangen. Schade, und ja. Das haben wir deshalb, weil in diesem Brief auch unser Wegerecht benannt ist, was nicht im Grundbuch steht, und zwar das Wegerecht hier vorne von der Straße, Schäfergasse, auf das Grundstück. Mhm. Ja, weil das ist ja, das vordere Grundstück gehört uns wohl jetzt auch, aber früher war das ein anderer Besitzer
Und in diesem Brief ist ausschließlich das Wegerecht verzeichnet für uns, für Mitarbeiter, fürs Vieh, für alles. Ja. Ja, okay. Als das nicht im Grundbuch. Ja, ja. Das heißt, wir können leider nicht mehr erfahren, was so die ersten Bewohner hier gemacht haben. Oder ja, doch, das wissen wir. Das okay. war also die Familie Kass, die hatten eine Spedition, Fernfuhrwerk, deswegen gab es die Stallung. Mhm. Und der andere Bruder, der hat eine Gerberei. Und die Gerberei, diese Becken, ne, ja. wo diese Farben waren und die Lauben, die waren hier im Garten. Oh ja. Und wir gehen davon aus, dass dann das Bleichen oder Trocknen, dass das alles auf den Mainwiesen geschah. Ja. Die Leute sind ja früher auch zum Wäschetrocknen hier runter und haben das auf diesen Flößer, war ja so ein Flößerhafen, da getrocknet. Also heute würde man sagen, es war Gewerbegebiet. Das war Gewerbegebiet, so war das. Ja. Und, wie gesagt, Färber und Spediteure. Ja. Und diese Familie Grass, meines Wissens noch, weiß ich selbst noch, war auf dem Marktplatz in den 80er Jahren, hatten die noch diese Möbelspedition. Oh ja. Mindestens ein Büro, wie immer das gemacht haben. Und naja, so war das hier. Aber man muss auch mal feststellen, du oder ihr oder deine Familie habt das Haus hier aufgemöbelt und das ist ein Schmuckstück geworden, das muss man einfach mal sagen. Also das ist hier ganz toll. Also schon wenn man hier den Hof betritt, denkt man, oha, ne, das ist aber was hier. Wir haben auch einen schweren Kampf mit dem Denkmalamt damals gehabt, okay. über die Frage, wie zum Beispiel die Farbe von diesem Treppengeländer sein muss. Okay. Ja? Oder wie draußen... Die in Deutschland ist alles geregelt. Die wollten, dass die Klappläden von den Fenstern in Ochsenblut gestrichen werden. Mhm. Also das war ein schwerer Kampf, wie wir uns da durchsetzen konnten. Wir haben dann auch beim Ochsenblut drauf verzichtet, aber das war die Forderung. Um das quasi, genauso sollten wir die Fenster drin lassen, weil die waren noch mit uralten Beschlägen. Mhm. Ja, man hätte es durchgezogen wie verrückt, aber das hat die nicht interessiert. Ja. Also da durften wir uns auch durchsetzen. Ja. Aber es ist erfolgreich geworden, ne? Das Projekt, das kann man sagen. Ja. Sehr schön. Ja, und es war hochinteressant, ein tolles Gebäude und für Rüsselsheim auch ein wichtiges Gebäude, also rein vom Stil her schon, und es ist auch schlicht und einfach ein schönes Gebäude, das muss man nochmal sagen. Ich kann jedem nur sagen, kommt mal vorbei, den Hof darf man ja mal reingucken, das lohnt sich fürs Auge auch, einen Blick zu nehmen. Wir haben ja auch vor einigen Jahren, 10, 15 Jahren, Theater im Hof gespielt, wo wir ja den Hof mit vielen Gästen hatten, 300 Gäste, und haben in der Regel in der Frankfurter Volkstheater gehabt. Um auch mal zu zeigen, was in Rüsselsheim geht. Also es war unser Beitrag zur Kultur. Ja. Ja, waren nicht alle Rüsselsheimer eingeladen damals, war ein bisschen selektiv, aber gut, so ist es halt. Du kennst den Platz. Ja, Exklusivität, warum nicht? Ja. So, jetzt super Übergang, Roland. Ja. Jetzt kommen wir nämlich mal, wir gehen aus dem Gebäude sozusagen gedanklich raus und wir nähern uns den Menschen, Roland Höll, und seiner Familie. Weil, und das sage ich, du natürlich auch eine Figur bist. Du bist ein Rüsselsheimer Bub. Du bist in Rüsselsheim geboren. Ja, ich bin so jetzt fast 70 Jahre in Rüsselsheim, sozusagen am ersten Tag an. Ja. Siedlungsbub in der B-Siedlung, in der Rollenfeldstraße. Ja. Okay, ja. Und mein Vater ist damals zu Opel gekommen, als 1900, wann war das, in den 50er Jahren ist er da hinten das Viertel da gebaut worden. Ja. Für die Opel-Mitarbeiter und dann sind wir, also ich bin ja hier geboren und meine Eltern sind von Grumstadt angekommen. Ja. Ja. Du bist im wahrsten Sinne des Wortes mit Rüsselsheim verwachsen. Jetzt wäre es einfach mal schön, ein bisschen von dir zu erfahren. Wie war dein Lebensweg? Schwerpunkt soll auch sein, deine unternehmerische Tätigkeit, da kommen wir dann ganz am Schluss dazu. Du hast schon gesagt, du bist in der B-Siedlung aufgewachsen und beruflich ging es dann erstmal Richtung Bank. Aber führ doch einfach mal aus. Ja, also. Meine Mutter, die wollte immer, dass aus dem Bub was wird. Ja. Kommt bei Eltern vor, ja. So war das. Und jetzt sollte ich nicht zu Opel gehen oder sonst was, sondern am liebsten damals war das, war ja 1970er Jahre, also ja, 68, genau gesagt, soll der Bub zur Bank. Ja. Das war halt so, Bank war damals was Besonderes. Und wer da auf der Bank ist, hat einen Anzug an, sieht ordentlich aus und das war der Wunsch. Und dann habe ich mich hier bei der Volksbank und bei der Sparkasse beworben und dann haben die gesagt, naja gut, was wollen wir mit dem Roland, wir sind besetzt. Und dann hat der Roland gesagt, wenn ihr mich nicht wollt, dann schreibe ich nach Frankfurt. Und bei Frankfurt hat dann die Deutsche Bank Frankfurt gesagt, super, du darfst kommen. Und so habe ich meine Lehre 1968 begonnen. Also du bist ein Banker? Ich bin ein richtiger Banker, ja, das nehme ich auch für mich in Anspruch.
Später bin ich zur IT gewechselt, aber immer als Banker. Mhm. Ja, und habe ja in Frankfurt dann gelernt. Und mein Schwerpunkt in der Bank ist ja eine Riesenbank, so eine Deutsche Bank. Wir hatten damals 300 Lehrlinge sozusagen. Ja. Mhm. Und ja, mein Schwerpunkt war aber in der Wertpapierbörse. Ja. Ja, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Und das habe ich dann auch ein paar Jahre gemacht in der Bank, plus Revision. Ja. Revision, das sind immer die Leute, von denen man ein bisschen Respekt hatte, aber durch die Revision hat man an sich das Bankgeschäft erstmal richtig kennengelernt, mhm. weil man es ja von einer ganz anderen Seite gesehen hat. Ja? Also Schaltergeschäft ist ja nichts für mich. Ja? Mhm. Das ist so Schalter. Ja. Damals war das Überweisungen ausfüllen, den Leuten ein bisschen erzählen. Das war nichts. Nein, richtig im Hintergrund, richtige große Börsengeschäfte in Frankfurt, das war das Richtige. Wie kam es dazu, dass du dann zum IT gewechselt bist? Ja, du fühlst dich heute noch, du sagst, du bist ein Banker, aber dann kam auf einmal die IT. Genau, ich war dann durch die Deutsche Bank viel im Ausland, als Revision, Wertpapier, aber auch IT, Argentinien, Brüssel und so weiter. Und am Ende war ich in Italien, in Mailand, längere Zeit. Das ist auch meine Affinität zu Italien, also zu Lebensstil, ja, zum Wein, zum Essen. Tief in der Drinne sind kleine Italiener. Ja, ja, ja. Naja, gut, bleibt nicht aus mit der Zeit. Und gut, und da habe ich mich mit beschäftigt, auch durch den Aufbau der Niederlassung in Mailand mit IT in Verbindung zu kommen. Und damals war ich halt jung und wollte was bewegen. Und das in der Bank, das war mir damals alles zu langsam und auch schwierig in der Zeit, weil man wollte sich restrukturieren in der Deutschen Bank. Und da bin ich zum IT-Hersteller Inzert damals gegangen, die sehr stark im Bankenbereich tätig war. Mhm. Und da habe ich dann angefangen, meine Bankkenntnisse umzusetzen in Software, speziell auch wieder im Bereich Wertpapierbörsensysteme. Und bin dann nach einigen Jahren ausgestiegen und habe mich selbstständig gemacht. Mhm. Und das war so auch die Zeit, wo in der IT man zu Hause was machen konnte, weil es gab PCs, die sind damals... Homeoffice heißt das heute? Ja, das ist Homeoffice, ja, damals musstest du, ja, was haben wir da programmiert, es gab hier nur diese Großcomputer, Lochkarten damals, und als die PCs kamen, dann war man in der Lage, zu Hause was zu machen, ja, und dann habe ich Banksysteme entwickelt und habe das relativ erfolgreich gemacht. Und immer den Schwerpunkt gehabt, Vermögensverwaltung, also wirklich anspruchsvolle Systeme und Börsen-Realtime-Trading. Ja. Mhm. Heute kann das fast jeder, weil wenn man über den PC reingeht, gibt jeder so. Aber damals war das Neuland. Das war Neuland. Wir waren Pioniere, wir haben mit Partnern aus Amerika zusammengearbeitet, die an der Nasdaq tätig waren und haben damit solche Realtime-Systeme gemacht und waren auch sehr gut. Und heute die Banken, die heute noch mit dem System arbeiten, die ich mal entwickelt habe, die sind heute sehr, 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 sehr erfolgreich. Ja. Okay. Das lassen wir mal so stehen. Ja. Ja, ja, ja. Das ist doch mal eine Aussage. Ja, ja. Gut, aber irgendwann war es dann schwierig, weil wir waren wohl hier 30 Mitarbeiter, aber im Prinzip zu klein für die Kunden, die wir hatten. Und es war auch schwierig, weil man gesagt hat, ja, das Unternehmen müsste sich wachsen, mehr Strukturen haben. Und dann kam halt ein Schweizer Softwarehaus, ja, die wollten in den deutschen Markt expandieren und die haben ein Angebot gemacht. Mhm. Und, haben ein Angebot gemacht, das man nicht ablehnen konnte. Das konnte man nicht ablehnen. Ja, es war 2012, 2013. Und gut, im Nachhinein muss ich sagen, auf die Frage, wenn sie käme, war das eine gute Entscheidung oder nicht? Also zum damaligen Zeitpunkt war es eine gute Entscheidung. Wenn ich mir das heute überlege, naja, es haben sich jetzt so viele in dieser Fintech-Welt, also das sind diese neuen Internetbanker etabliert, die mit wenig können, aber mit viel Kapital, weil der Markt sponsert das alles, ja, sich da etabliert haben. Also wir hätten vielleicht auch noch so eine Chance gehabt, aber wir hätten noch ein bisschen durchhalten müssen. Und das war eine Frage, mal, das würde mich jetzt mal interessieren, weil du das gerade so erzählst. Wenn du heute nochmal in der Situation wärst, ja, ich will nochmal ganz neu irgendwas machen, ja, in dem Bereich, mit deinen Kenntnissen, die du hast, was würdest du heute machen, wenn du nochmal neu reingehen würdest? Ja, das Problem ist ja heute,
das Fachwissen wird ja nur bedingt gefordert. Ne? Und ich bin ja einer, der quasi sehr stark aus der Fachbranche kommt. Heute ist es ja mehr, die Leute wollen alle Marketing, die wollen eine Story verkaufen und sammeln damit Geld ein und dann gehen sie hin und bauen irgendwas. Ja? Ich meine, jetzt Software. Ja. Also das heißt, man muss ganz anders an den Markt gehen. Man muss mit Marketingleuten sich auseinandersetzen. Ja. Und das ist schon eine Frage sozusagen auch des Inneren. Ja? Ob ich bereit bin, sozusagen mit viel Showcase zu arbeiten oder ich arbeite mehr mit Kompetenz. Ja? Mhm. Und das ist heute in unserer Welt sowieso schwierig. Ja? Kompetenz wird nur bedingt gefordert erstmal. Die müssen es natürlich auch geben. Aber sagen wir mal, die Erfolg haben, das sind an sich mehr die vor einer großen Showcase machen. Mhm. Ja? Nur mit der Politik ja auch. Ja? Ja, das will ich gar nicht beschreiben. Das ist so. Ja, das ist so. Ja, also da hat sich vieles verändert. Die Medienwelt hat sich verändert und da muss ich alles irgendwie anpassen. Das ist so. Ja, keine Frage. Ja. Sehr interessant. Ja, das ist sozusagen Bank, IT und jetzt kommt ja nochmal was ganz anderes. Jetzt kommt was ganz anderes. Also, sagen wir mal, mein Hobby ist ja Weinbau. Mhm. Ja, wir haben ja in Italien noch ein bisschen Wein. Und damit beschäftige ich mich auch sehr. Und Oliven, nicht zu vergessen. Ja, das hat eine andere Wertigkeit. Jetzt kommt der Genussmensch. Ja, genau. Ja. Ja. Und das machen wir auch schon vor 30 Jahren, haben wir das. Ja. Und als wir dann das Unternehmen hier verkauft haben, war die Frage, was machen wir? Ja, wie geht es weiter? Also machen wir, würde einer sagen, mit was, mit der Zeit oder mit dem Geld? Ja. Also insofern war die Frage mehr, was machen wir mit unserem Nachbarn? Ja. Damals gehörte ja das Haus, die meine Lust oder die Mainterrasse gehörte ja einer vietnamesischen Bank. Und diese Bank hat quasi das benutzt, um für ihre vietnamesischen Mitarbeiter ein Domizil zu haben. Weil die wollten die immer so ein halbes Jahr im Turnus austauschen. Ja. Und dann sollten die auch vietnamesisch leben, essen, trinken und mit ihren Familien da wohnen. Aber das Konzept ging nicht auf. Mhm. Ja. Weil das Objekt, also unter, das war marode. Ja. Also, ne. Gut, und dann haben wir uns dann geeinigt und haben gesagt, naja, bevor das irgendjemand kauft, der uns vielleicht nicht gefällt, dann machen wir das mal. Ne. Und so fing das alles an. Und dann haben wir festgestellt, bei der Entkernung des Objektes, dass es, und viele Rüsselsheimer haben es ja gesehen, wie weit wir das nach unten abgebrochen haben, weg waren und neu aufgebaut haben, dass wir heute an sich auch ein Schmuckstück haben. Allerdings. Von den Zimmern und von allem. Und wir sind auch sehr, sagen wir, zufrieden, auch jetzt in der Corona-Zeit mit der Auslastung. Wir bedanken uns auch bei Stellantis, muss man sagen. Ja, weil die Amerikaner, die früher bei Opel waren, die waren nie in Rüsselsheim im Hotel, die waren immer in Mainz oder Wiesbaden. Und die Stellantis-Leute oder PSA-Leute sind von Anfang an bei uns. Ja, wenigstens sozusagen ab einem gewissen Level. Ja. Und das hat uns auch geholfen in der Corona-Zeit, muss man sagen. Okay. Ja. Aber jetzt schwingt schon was rein, wo wir nochmal hin müssen. Als du gesagt hast, da haben wir uns mal geguckt, was macht unser Nachbar. Und ich weiß, da hat in dir der Rüsselsheimer gesprochen. Ja. Du willst auch nicht, dass hier Sachen passieren, die der Stadt nicht dienen und nicht helfen. Du bist ja auch neben deinem jetzt eher unternehmerischen Ding, warst du immer auch in der Stadt engagiert. Und du warst auch ehrenamtlich engagiert. Und da muss man über den TV Hasloch reden. Das war auch für lange Zeit ein Bereich, wo du dich voll eingebracht hast. In welcher Form? Ja, als ich damals von Italien zurückkam, als ich da gearbeitet habe, zurückkam, habe ich den Einstieg gemacht, so 2000 etwa, in die Skiabteilung, habe die Skiabteilung aufgebaut beim TV Hasloch. Und wir haben in diesen Jahren erfolgreiche Skiausfahrten gemacht. Damals war das auch einfacher. Mhm. Wir haben 5-mal im Jahr einen Bus voll gehabt und sind in die Alpen gefahren. Ja. Und das ist alles viel schwieriger. Das war eine sehr erfolgreiche Zeit. Wir haben sehr viele Freunde gehabt. Ich möchte die Zeit nie missen, weil wir so viel Spaß hatten. Ja? Skifahren, Hüttenzauber und das alles. Und schon hat das auch mal was getrunken worden. Also zur Hüttenzauber, da gehört zu einem Und ich habe dann auch beim TV Hasloch die Golf-Initiative aufgenommen. Mhm. Als mal der Übergang war von Tennis zu Golf, haben wir das mit dem Club Freier Golfer aufgebaut.
im Tebasloch, haben ja viele Leute Rosenzheimer vom Tennis zum Golf gebracht. Das ist jetzt so ein bisschen ausgelaufen, weil sich die Golfer jetzt mehr oder weniger in Golfclubs engagieren, weil sie eben da spielen können, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Ja, und dann habe ich in dieser Phase danach 15 Jahre die Geschäftsführung und Tebasloch gemacht. Ja. Wir haben die Tennishalle gebaut, wir haben die neuen Sportplätze gebaut und so weiter und haben den Verein damals ja, mit 1200 Mitgliedern geführt. Heute ist es leider durch den allgemeinen Trend ein bisschen weniger, aber es war für den Verein damals eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Möchte ich gar nicht missen. Wir haben hier die Geschäftsstelle gehabt, hier in diesen Räumen. Insofern hatten wir, der Verein hatte die schönste Geschäftsstelle. Das kann man gut sagen. Roland, wir haben jetzt sehr viel über dich erfahren, Unternehmer, ehrenamtlich engagiert. Aber jetzt kommen wir nochmal zum Kern, warum ich diese Reihe auch mache. Mir geht es ja um die Identität unserer Stadt. Du hast jetzt über eine längere Lebensstrecke Rosenzheim erlebt, mit dich mit eingebracht. Deshalb die Frage, und die kriegen alle gestellt, was bedeutet für dich Rosenzheim? Was macht Rosenzheim aus? Und vielleicht koppelst auch damit, du bist ja oft im Ausland, wenn du Ausländern über deine Heimat erzählst, was erzählst du denen über Rosenzheim? Ja, also ich bin ja fast 70 Jahre hier in dieser Stadt, nicht? Und ich habe es auch nie bereut, hier zu sein. Es gibt ja viele Leute, die würden gerne woanders hin, umziehen. Ja. Also den Wunsch habe ich gar nicht, weil ich denke, Rosenzheim hat wenigstens seinen Reiz im Sinne des Rhein-Main-Gebiets. Ja. Ich bin ja ein sehr starker Kämpfer Rhein-Main-Gebiet. Für mich sind die Grenzen zwischen Bischofsheim, Rosenzheim und Raunheim fließend. Oder es gibt gar keine. Ja. Also ich würde das sozusagen gerne so das Rhein-Main-Area sehen. Nur mal so nebenbei. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben hier sagen wir, Infrastruktur, die ist super. Wir haben viel Grün, wir haben eigentlich alles. Absolut. Was uns oder mir nicht gefällt und wahrscheinlich den meisten alten Rosenzheimern nicht, ist der Innenstadtbereich. Dieses Leben in der Innenstadt ist ein bisschen schwierig geworden. Ja. Ich will nicht jetzt sagen, woran es liegt, weil das immer ein bisschen ein kritisches Thema ist, aber wir haben es versäumt, diese Innenstadt für uns lebenswert zu machen. Wir haben die Objekte überlassen und das haben sich Geschäfte angesiedelt, die wir zum Teil im Überfluss haben und andere Themen, die wir brauchen, um ein sozusagen urbanes und für gesellschaftlich schönes Leben zu haben, die haben wir vernachlässigt. Und meine Idee war an sich immer, und die haben wir versäumt vor ein paar Jahren, so eine Art Bürgerfonds zu finden oder zu gründen, wo die Leute gerade durch die aktuelle Finanzpolitik, wo es keine Zinsen gibt, wo auch die Menschen an sich Vermögen haben, zu sagen, wie können wir das tun, dass wenn die Stadt schon keine Chance hat, Objekte aufzunehmen und dann, also Immobilien aufzunehmen und dann Mieter oder Pächter zu finden, die zu attraktiven Preisen das machen, um unsere Stadt lebenswert zu machen. Weil ich denke, damit hätten wir auch insgesamt unser Niveau als Stadt gehoben. Wenn ich im Ausland bin und über unsere Stadt erzähle, erzähle ich immer vom Rhein-Main-Gebiet. Mhm. Ja. Wir sagen, wir haben alles, wir haben natürlich Opel, damit ist man weltweit bekannt, das ist klar. Ja. Ja. Meistens werden wir verwechselt mit Rüdesheim. Das stimmt. Aber insofern ist es nicht ganz so schlimm, ja, weil wir haben ja auch Wein. Insofern passt das schon. Auch. Ja, aber ich sehe mich mit Rüsselsheim als Zentrum mit im Rhein-Main-Gebiet. Und ich würde dafür kämpfen, dass wir diesen lokalen Streit, den wir auch so haben mit Kleinigkeiten, ob es der Müll ist oder die Stadtgärtner, dass wir den bekämpfen, also begraben und sagen, lass uns globaler denken. Das wäre mein Wunsch für Rüsselsheim und vielleicht kannst du, Jens, da einen Beitrag dazu leisten. Ja, weil du bist ja der Orchestermann. Ja. Ich bin noch dran, ja. Ja, vielen Dank für die Wünsche. Ich finde das auch ein gutes Schlusswort, Roland. Vielen Dank für deine Ausführungen und ich finde das auch sehr interessant und ich will es nochmal sagen, man spürt wirklich, du tickst für Rüsselsheim, ja, aber auch natürlich mit deinem Engagement, wo du herkommst als Banker, mit deinem unternehmerischen, auch mit deinem ehrenamtlichen Engagement, finde ich ganz toll, sage ich dir auch mal ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle, finde es klasse und nochmal zu diesem tollen Haus hier, auch eine gute Entscheidung, eine tolle Entscheidung. Schön, dass wir da diesen kleinen Blick auf dich und dein Umfeld hier nehmen dürfen. Das fand ich ganz toll. Und ich hoffe, du beobachtest Rüsselsheim weiter. Und ich unterhalte mich gerne auch immer mit dir. Ich finde, du hast immer noch so, also was du jetzt auch zur Innenstadt gesagt hast, das sind, glaube ich, auch zentrale Punkte, wo man drüber nachdenken muss als Politik. Ja. Das wäre mir ein sehr großes Anliegen.
bedanke mich auch für das nette Gespräch. Ja. Wir bedanken uns bei Achim Weidner, der das alles hier technisch umgesetzt hat. Ein weiterer Punkt in meiner kleinen Reihe. Ich denke, wir finden noch ein, zwei ganz nette. Ich freue mich schon auf die nächsten. Aber erst nochmal, Roland Höll, vielen Dank. Danke auch.